Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Noppensteinstube. Heute habe ich für euch von Blue Bricks die Lokomotive BR118DR. Ja, kommt wie immer in diesem wunderschönen braunen Blue Bricks Karton, ist halt kein Pro-Set oder irgendwas. Anleitung wieder nur als PDF. Einiges an Steine haben wir hier liegen. Ich finde die Lok optisch sehr, sehr gelungen, muss ich sagen. Kostet irgendwas um die 42,95, glaube ich, waren das. Da will ich mal starten. Ich erwarte einiges von dieser Lok. Und besonders sehr, sehr cool finde ich, dass wir da eine richtige Scheibe vorne drin haben. Gut, ich starte mal und zeige euch wie immer, wenn was wirklich nicht gut ist oder etwas richtig gut ist. Gut, kleines Zwischenupdate. Ich habe jetzt schon mal die Baseplate gebaut. Ich baue jetzt wieder das unten drunter, was man hier eigentlich schon machen soll. Baue ich noch nicht. Das mache ich wieder am Ende, weil ich immer keinen Bock habe, dass man da drauf nicht aufbauen kann. Deswegen kommt das wieder nachträglich. Die Drehgestelle habe ich schon gebaut. Die sind verdammt gut. Das ist alles sehr, sehr gut kompakt und fest gebaut und sehen auch echt toll aus. Also bisher Steinequalität finde ich richtig gut. Fliesen, ja, haben matte Stellen, aber gut, ist man jetzt auch irgendwie schon gewohnt, dass das halt bei den chinesischen Sets, ich habe ja auch oft Sachen von AliExpress, da immer so ein bisschen matt ist, aber es ist ein Drehgestell, sieht kein Mensch, also demnach, ja, in dem Falle für mich nicht schlimm. Steinequalität, Klemmkraft bisher richtig, richtig gut, das ist, ja, cool. Ich hoffe, das geht so weiter. Ich werde mal weitermachen. Okay, das wollte ich euch mal kurz zeigen, weil ich die Bauweise wirklich genial finde. Also hier sitzen überall diese 1x4 Steine mit den Studs on Side, also diese Noppen an der Seite. Und dann baut man hier diesen, ja, dieses kleine Regal sozusagen und drückt das dann nachher da in diese Noppen rein. Dadurch liegt das Ganze jetzt perfekt an. Und hält auch richtig gut. Also bisher macht der Bau extrem viel Spaß und ist auch alles extrem gut gelöst. Also schöne Lok bisher. Ich hoffe, es geht so weiter. Ja, weiter geht's. Baut sich immer noch richtig gut. Der einzige Teil, der ein bisschen tricky ist, sind diese roten Steine, die man hier längs verlegt. Die sind wirklich ja, ein bisschen knifflig zu bauen, weil man da immer wieder so Steine auch zwischensetzen muss und so. Da muss man genau gucken, weil man nutzt da einmal vier Plates und einmal vier Tiles, die muss man immer dementsprechend richtig anpassen. Also da muss man auf der Bauanleitung ein bisschen nachdenken mit, es geht aus der Anleitung ein bisschen schwer hervor, aber man bekommt es hin. Ich musste drei, vier Mal doch dann umstecken, weil ich wirklich einen Fehler gemacht habe. Ist der einzige Part an der Bauanleitung, der bisher nicht so ja, cool war, sage ich mal. Aber ansonsten Qualität weiterhin Bombe. Das ist alles übergeblieben. Ich bin soweit durch. Wir gehen jetzt mal an den Review-Tisch und gucken uns das Teil an. Es gibt nämlich absolut nichts mehr Negatives zu berichten. Das war alles Bombe. Auch das Dach baut sich richtig gut. Gibt da auch nichts mehr zu zeigen, weil es einfach super easy ging. Und ja, wir schauen uns das Teil jetzt mal an. Ja, da ist das Teil in seiner ganzen Pracht. Und was soll ich sagen? Das Ding ist mega gut, wirklich richtig genial. Es baut sich richtig gut. Es ist gut konstruiert. Die Steine waren super. Das Ding sieht super am Ende aus. Ich bin völlig begeistert. Das ist mal wieder ein Blue Bricks Modell, was wirklich für mich zu 100% punktet. Tolles Teil, tolle Lok und die Achsen sind richtig gut. Das Ding rollt für sein Gewicht echt absolut genial. Dann wollen wir uns das Ganze mal ein bisschen angucken. Schauen wir einmal unten drunter. Das habe ich nachträglich angebaut. Ich habe erst die ganze Lok oben aufgebaut und habe dann das untere Teil angebaut. Ging für mich besser, als wenn ja, man wieder so wackelig draufdrücken muss. Es sind ein paar knifflige Baustellen, besonders dieser Streifen hier in der Mitte. Das war, ja, da muss man genau hingucken auf der Bauanleitung. Ist aber alles machbar. Ja, ist eine schlichte Lok, muss man ganz klar sagen, aber ich finde sie farblich gut, ich finde sie vom Design her wirklich gut. Das Ding gefällt mir, es ist sehr, sehr kompakt, das Teil hier unten ist richtig schön gebaut. Das ist alles
Ja, sehr, sehr genial. Und sie rollt wirklich mega gut. Das muss man echt mal sagen. Das einzige Manko ist eigentlich, wie man ja, ans Lokführerhäuschen rankommt und an die Batteriebox, wenn man sie verbaut. Das ist natürlich kein Umbau, der ja, leicht ist, ne? Es ist wieder kein Gestell, was den Abstand des Motors hat. Da müsst ihr natürlich wieder gucken, dass ihr ja da selber ein bisschen Hand anlegt und das umbaut. Da würde ich mir wünschen, dass Blue Bricks manchmal eine Baualternative für Motoreinbau in die Bauanleitung einbauen würde. Das wäre richtig cool, dass man sehen kann, wie man das Fahrgestell hier, das ist das Drehgestell, auf eine kleinere Motorvariante umrüsten kann. Aber ja, machen sie leider noch nicht. Finde ich sehr schade. Trotzdem richtig cooles Teil. Sieht von allen Seiten absolut identisch aus. Keine Besonderheiten. Hier oben die Felgen von den Speed Champions. Naja, Speed Champions sind es ja nicht, also so eine Autofelgen. Die finde ich ziemlich cool. Dann wollen wir mal probieren, da vorne reinzugucken. Es ist natürlich hier auf Hinges, ne? Es hat so ein, ich weiß gar nicht, ob ihr das gesehen habt, man sieht es hier an dem Spalt. Es geht so ein bisschen nach innen, dadurch hat man so eine kleine Optik, ja, dass es so leicht oben zusammengeht. Das finde ich super cool. Natürlich hat man hier den Spalt, das ist klar. Wenn man eine Hinge verbaut, ist es natürlich klar, dass das entsteht. Aber ich finde es trotzdem echt gut gemacht und stört mich auch nicht, dass da vorne ein kleiner Spalt ist. Aber es ist etwas tricky abzubekommen. Hier leicht, hier auch, in der Mitte doch ein bisschen schwieriger, weil man nicht richtig greifen kann. Das finde ich ein bisschen, ja, blöd. Gut, ich habe noch keine Batteriebox drin. Es wird auch keine Batteriebox reinkommen, weil ich mir den Selbstentladewagen ja Umbau. Leider habe ich momentan noch keinen Motor. Wir schauen hier einmal rein. Da haben wir das Führerhäuschen und da probiere ich jetzt mal, das kleine Mannequin hier irgendwie reinzubekommen. Gucken, ob wir das hinbekommen. Ja, hat geklappt. Setzen wir das Ganze hier wieder drauf und da könnt ihr ihn sehen und hier vorne kann man ihn auch ein bisschen sehen. Ist natürlich eine, ja, wie nennt sich die, Dark Trans Clear oder wie die heißen, Scheibe. Ja, kann man nicht ganz so gut durchgucken, aber man kann das Männchen sehen. Das finde ich schon mal ziemlich cool. Wir werden natürlich jetzt auch gleich eine Testfahrt machen. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Das Männchen holen wir wieder raus. Boah, das geht auch alles recht gut. Das ist ein bisschen eng für die Finger, wenn man dicke Finger hat, weil, obwohl ich keine dicken Finger habe, aber es ist auch für dünne Finger nicht so leicht. Dann machen wir die Schüttelvariante. Das hier vorne ist an zwei Noppen so rangesetzt. Das Teil, ja, sitzt nicht mega fest. Da denke ich mir auch gerade, bin ich blöde. Ich hätte ja einfach das abnehmen können. Dann geht die Figur super leicht reinzusetzen. Ihr könnt das jetzt sehen. Also macht euch nicht die Mühe mit dem Dach. Nehmt einfach das Ding hier ab und fertig ist das Ganze und der Mann sitzt drin. Wesentlich leichter. Gut, ich würde sagen, wir gehen nach unten, schauen uns das Ding auf der Anlage an, wie es fährt, weil viel mehr gibt es nicht dran zu zeigen. Es ist halt optisch, ja, schick, aber natürlich, ja, keine Dampflok, ne, muss man ganz klar sagen. Okay, ab nach unten und dann testen wir das Ding. Gut, die Lok steht auf der Brücke. Ich will euch kurz was zeigen, bevor ich das Ding hier rüber schieben lasse. Und zwar die Achsen. Ich werde mal ganz kurz einmal das Ding ins Rollen bringen. Na, komm. Also, so viel zu den Achsen. Bremst natürlich in der Kurve, ist klar, weil der ja, Radstand ein bisschen dafür sorgt, dass das Ganze bremst. Aber das Ding fährt wie eine Eins. Hier auch nochmal zu meiner Brücke, dass jetzt wirklich nichts mehr groß springt. Die fährt wirklich relativ smooth hier rüber. Demnächst baue ich auch an der Brücke, weil ich endlich bei Blue Bricks die Steine bestellen konnte. Da freue ich mich sehr drauf. Meine 10 Steine sind gekommen und hier hatte ich noch eine ja, andere Bestellung ja gemacht. Da sind die Ecken schon mal in 10 mit der Mauer. Da noch ein paar Zweier in 10. Einer habe ich auch schon. Also Brücke startet demnächst. Und ja, leider war jetzt wieder, das finde ich mal ein bisschen nervig. Ich habe die Steine bestellt und einen Tag später kamen die anderen Brick Profile 10 Steine, die 1x2
online. Also jedes Mal, wenn ich bestelle, kommt ein Tag später das, was ich ganz dringend brauche, online. Und leider muss ich jedes Mal neu bestellen mit 4,95 extra Porto. Also da mal ein Aufruf an Bluebricks. Leute, bitte seid mal ein bisschen flexibler, was es angeht, dass man vielleicht am Tag später noch anrufen kann und was zufügen kann zu der Bestellung. Das funktioniert bei euch leider nicht und ist ein bisschen blöd, besonders wenn jedes Mal Steine online kommen und dann der nächsten Tag der andere, den man dazu braucht. Das ist ein bisschen unglücklich. Gut, das nur halt mal so am Rande zum Meckern meiner Bestellung. Okay, dann würde ich sagen, baue ich die Lego-Lok dahinter und wir schieben das Ding hier einmal rüber. Alles klar, dann geht's los und wir schauen mal, wie das Ding fährt. Ich bin jetzt auf Stufe 2. Es quietscht natürlich, das liegt an der Lego-Lok und ihren komischen Spoilern da unten. Oh, bisher fährt sie richtig gut. Oh, Brücke wird sie natürlich langsamer, aber oh, wunderbar. Machen wir ein bisschen mehr Speed. Und dann stoppen wir hier. Was soll ich sagen? Das Ding fährt granatenstark. Das ist wirklich richtig gut. Die rollt wie eine Eins. Also auch die Lego-Lok hat kaum zu arbeiten mit der. Die rollt so gut, dass sie das Ding hier wirklich auch wie eine Eins die Rampe hochschiebt durch die Kurven. Da kann man nicht meckern. Das ist eine richtig tolle Lok. Wenn man da jetzt zwei Selbstentladewagen hinterkoppelt oder ich weiß gar nicht, was die Lok zieht, wofür die gedacht war. Oder irgendwelche Passagierwagen, die nachher motorisierbar sind. Ich denke mal, dann haben wir hier eine richtig coole Lok, die auch ein paar Anhänger schafft, oder Waggons besser gesagt. Also cool. Von mir ganz klare Kaufempfehlung. Ich verlinke euch die wieder unten. Ihr wisst es, ist ein Affiliate-Link. Ich bekomme einen kleinen Teil ab, wenn ihr darüber bestellt. Euch kostet es nichts extra. Und wenn ihr das macht, vielen, vielen Dank. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, auch gerne einen Kommentar, ob ihr das Teil hier schon habt und ob ihr euch das noch holt. Also von mir ganz klar, Top-Teil. Ich bin super begeistert mit dieser Lok. Die ist richtig schön geworden. Ich hoffe, wir bekommen noch mehr solche tollen Teile, die auch so Spaß bringen zu bauen und coole Steine haben in diesem Falle. Und lasst gerne ein Abo da, das würde mich sehr freuen. Ja, und bis zum nächsten Mal. Die Noppensteinstube sagt Tschüss.